kommen wir nun zu unserer nächsten Session, wie Sie die Arbeitsvorbereitung durch digitale Zwillinge und Ressourcenmanagement optimieren. Im ersten Teil werden Ihnen Jens Zisilski und Johann Dietrich die Vorteile vom digitalen Zwilling näherbringen. Anschließend wird Franziska Hüttel erläutern, wie Ihre Ressourcenverwaltung in der Arbeitsvorbereitung optimal gestaltet werden kann. Ich darf Johann Dietrich, unseren ersten Experten, hier nun begrüßen. Danke, Judith. Wenn es um das Thema Digitalisierung geht, dann denken viele an den digitalen Zwilling. Was bedeutet das aber für Unternehmen, die mit einer CNC-Maschine produzieren? Bevor wir auf diese Frage kommen, möchten wir Ihnen drei unterschiedliche Gewerke vorstellen, die in unserem Beispiel eine Rolle spielen. Zum einen ist das der NC-Programmierer. Er erstellt das Teileprogramm und optimiert dieses. Wir haben den Maschinenbediener und der fährt das Teileprogramm später auf der Maschine ein und überwacht auch den Bearbeitungsprozess. Oft bilden die Unternehmen ihre eigenen Kräfte aus, damit sie später, wie in unserem Beispiel, eben die NC-Programmierung oder eben das Maschinenbedienen übernehmen. Was haben aber alle diese drei Gewerke gemeinsam? Jeder von denen möchte seinen Job möglichst perfekt machen. Schauen wir uns zuerst den NC-Programmierer etwas genauer an. Er erstellt das NC-Programm und die entscheidende Frage ist, woher weiß er, dass das Teileprogramm 1:1 später auf der Maschine in der Halle abfährt? Ohne Unterbrechungen und möglichst ohne Kollisionen. Dazu sehen wir uns seinen Job etwas genauer an. Er erstellt das Teileprogramm, er sucht nach Fehlern, er optimiert das Ganze. Das dauert natürlich seine Zeit. Dann bringt er das Teileprogramm an die Maschine und dort fährt der Maschinenbediener das Teileprogramm ein. Möglicherweise findet er auch dort Verbesserungspotenzial, muss Änderungen vornehmen und dieses Teileprogramm geht dann zurück in die Arbeitsvorbereitung. Und dann wieder an die Maschine, wieder zurück. Dieser Prozess kann etwas Zeit in Anspruch nehmen und das ist einfach die nicht produktive Zeit im Unternehmen. Wäre es dann nicht sinnvoller, wenn man ein Abbild dieses digitalen Zwilling ins Virtuelle überträgt und dem NC-Programmierer zur Verfügung stellt? Somit könnte er direkt von seinem Programmierplatz das Teileprogramm testen, optimieren und erst wenn das passt, dann an die Maschine bringen. Das würde bedeuten, dass wir diese langen Schleifen eliminieren können und zum anderen bleibt die Maschine lange Zeit produktiv. Jens, haben wir dazu ein passendes Werkzeug? Ja, am einfachsten lassen sich deine Anforderungen durch unsere virtuelle CNC-Steuerung an My Virtual Machine erfüllen. Denn hier können Sie, genau wie Sie es von der Maschine gewohnt sind, NC-Programme erstellen, zum Beispiel mit Shopmill. Anschließend können Sie die Programme in der integrierten Simulation testen und vorab prüfen, bevor Sie die Programme an die Maschine übertragen, um somit sicher zu sein, dass die Programme auch an der Maschine fehlerfrei durchlaufen. Das war jetzt ein relativ einfaches Programm. Was ist aber, wenn das Teileprogramm in einem CAM-System erstellt ist und deutlich komplexer ist? Natürlich können wir auch CAM-generierte Teileprogramme in Run My Virtual Machine einlesen und dort in der Simulation vorprüfen, damit wir sicher sind, dass der Postprozessor auch wirklich die richtige NC-Syntax verwendet hat. Das klingt ja nach einem wertvollen Werkzeug, um den NC-Programmierer in die Hand zu geben, bevor man an die Maschine geht, die Teileprogramme zu testen. Kommen wir jetzt nun zum nächsten Beispiel. Wir haben unseren Maschinenbediener. Ein Maschinenbediener muss sehr vieles im Kopf behalten. Zum Beispiel die Werkzeuge, welches Durchmesser, welche Halter. Er muss die Werkzeuge in die Maschine laden. Es geht auch um die Rohteile. Die müssen natürlich zu dem Teileprogramm auch passen und das richtige Aufmaß haben. Auch die Spannmittel dürfen nicht außer Acht gelassen werden, damit das Rohteil sicher eingespannt ist und dass es auch keine Kollision zwischen Spannmitteln und Werkzeugen kommt. Und solche Sachen wie eine Nullpunktverschiebung dürfen auch nicht außer Acht gelassen werden, so dass die Maschine weiß, wo das Werkstück sich im Arbeitsraum befindet. Und all diese Dinge muss der Maschinenbediener im Kopf behalten. Und wenn er nur ein kleines Ding aus dem Kopf auslässt und nicht beachtet, dann kann es zu einer Kollision kommen im Arbeitsraum. Das könnte zu einer Zerstörung
des Werkstückes, des Werkzeuges oder gar der Maschine führen. Die Gründe dafür sind eine vertauschende Nullpunktverschiebung oder ein falsches Werkzeug angewählt oder eine falsche Aufspannung. Die Gründe sind vielfältig. Gibt es denn nicht ein Werkzeug, um all diese Dinge aus dem Kopf auszulagern und in ein virtuelles System zu packen, wo ich unendlich viele Versuche habe, dort alles anzuschauen und wenn es irgendwas nicht passt, dass ich das Ganze wieder nochmal korrigiere? Somit würde das bedeuten, dass die Unterbrechung an der Maschine wirklich nur minimal ist und ich habe keine Kollision an der Maschine. Jens, gibt es auch dafür ein Werkzeug? Ja, schauen wir uns doch einfach mal an, was wir alles dafür benötigen. Zuallererst erstellen Sie ein Setup für Ihre spezifische Aufspannsituation. Dazu wählen Sie ein Spannmittel, welches Sie zuvor aus einer 3D-Datei importiert haben. Dieses verknüpfen Sie mit einem Rohteil und platzieren es an der richtigen Stelle, wo Sie die Bearbeitung nachher durchführen möchten. Zu guter Letzt müssen Sie die Aufspannsituation nur noch in die Simulation laden und dort über NC Start können Sie dann das Programm prüfen. Super, dann lassen wir das Ganze simulieren. Ja, gerne. Schauen wir uns doch einmal die Simulation in RunMy Virtual Machine etwas genauer an. Auf der linken Seite sehen Sie Sinumeric Operate, unsere bekannte Bedieneroberfläche. Auf der rechten Seite sehen Sie die 3D-Simulation mit Arbeitsraum. Also genauso, als ob Sie direkt vor der Maschine stehen würden. Und haben somit den kompletten Bearbeitungsprozess im Blick. Somit können einfach und schnell NC-Programme gegenüber Maschinenbewegung, Werkzeuge, Spannmittel und Rohteil geprüft werden. Das ist doch was, oder? Das ist ein tolles Werkzeug. Neben dem reinen digitalen Zwilling der CNC habe ich auch noch den digitalen Zwilling des Arbeitsraumes. Schauen wir uns jetzt nun den Auszubildenden an. Die nächste entscheidende Herausforderung, die wir ansprechen möchten, ist: Bist du sicher genug für einen NC-Start? Und im Übrigen, das betrifft nicht nur den Auszubildenden. Wenn wir jetzt an den Programmierer denken, der zum ersten Mal das Teileprogramm an die Maschine bringt oder vielleicht auf eine andere Maschine ausweichen muss. Wir denken an den Maschinenbediener, der das Teileprogramm auch einfahren muss und eventuell Änderungen am Teileprogramm vornimmt. Oder wir sprechen von einem Auszubildenden, der jetzt noch nicht ganz sicher ist im Umgang mit der Maschine. Immer dann ist ein NC-Start riskant oder kann sehr riskant werden. Denn auch nur bei einer Kleinigkeit, die man nicht beachtet, kann es zu einer Kollision kommen im Arbeitsraum zwischen Werkzeug, Spannmittel. Wäre es dann nicht sinnvoller und effizienter, wenn man diesen Aufbau in ein virtuelles Abbild bringt und dort das Ganze testet? Denn da hat man unendlich viele Versuche zu testen und wenn man irgendetwas ausgelassen hat, dann kann man das immer noch verändern und korrigieren, bevor man an der realen Maschine geht. Das würde bedeuten, dass die Maschine produktiv bleibt, dass es zu keinen Kollisionen im Arbeitsraum kommt und dass Sie zu Ihrem Werkstück deutlich schneller kommen. Jens, haben wir auch nicht dafür ein passendes Werkzeug? Ja, immer dann, wenn es wirklich etwas komplizierter im Bearbeitungsprozess wird, ist es wichtig, vorab in der Simulation auf Kollisionen prüfen zu können, um diese durch geeignete Programmierung oder das Bereitstellen der richtigen Rüstdaten an der Maschine vermeiden zu können. In diesem Fall sieht man ganz genau, dass das eingesetzte Werkzeug nicht ideal für die Bearbeitung ist. Aber um das Programm nicht die ganze Zeit zu unterbrechen und neu starten zu müssen, lassen wir das erstmal fertig simulieren und schauen uns nachher im Einzelnen nochmal alle Kollisionsstellen genauer an. Anschließend können wir dann durch eine geeignete Programmkorrektur und durch Verifikation von RunMy Virtual Machine doch sicher genug sein für einen NC-Start, oder Johann? Absolut. Es ist eine sichere Umgebung, um Trial and Error durchzuführen, bevor man an die reale Maschine geht. Es gibt noch eine Reihe viele Möglichkeiten, den digitalen Zwilling sinnvoll einzusetzen. Sie können sich sicherlich vorstellen, wenn Sie einen Maschinenkauf beabsichtigen und es stellen sich natürlich die Fragen, welche Bearbeitungstechnologie, wie groß ist der Arbeitsraum, welches Werkzeug und so weiter und so fort. Sie versuchen diese Anforderungen an den potenziellen Maschinenverkäufer zu platzieren und er wiederum versucht das Ganze zu transferieren und ihre Anforderungen in ein Maschinenkonzept zu spiegeln. Nicht selten kommt es dabei
zu Missverständnissen. Und das führt natürlich auf beiden Seiten zu Irritationen und unangenehmen Folgen. Wäre es dabei nicht sinnvoller, wenn beide an einem gemeinsamen Modell, an einer Beispielmaschine im Virtuellen diskutieren können, wie die spätere Maschine aussehen soll und welche Anforderungen diese erfüllen muss? Oder ein ganz anderes Beispiel. Es gibt auch Crashes an der Maschine, die können wir einfach nicht vorsimulieren. Das ist immer dann, wenn zum Beispiel ein Maschinenbediener entsprechend in den Arbeitsprozess eingreift oder Achsen in Job verfährt. Das sind Situationen, die entstehen direkt an der Maschine und können nicht vorsimuliert werden. Wäre es dann nicht sinnvoll, wenn wir die gleiche Simulation von Run My Virtual Machine auch direkt an der Maschine online verwenden könnten? Denn dann könnten wir die Aufspannsituation, die wir zuvor erstellt haben, an der Maschine wiederverwenden, um mit Protect My Machine 3D Twin die Maschine und den Arbeitsprozess zu schützen. Also, wir haben gelernt, dass mit Run My Virtual Machine für CineMac One können wir eine Offline-Programmierung anbieten und Validierung für den NC-Programmierer. Wir können virtuelles Rüsten, um die Prozesssicherheit zu erhöhen. Und wir bieten die höchste Sicherheit in der Ausbildung, indem wir am digitalen Zwilling lernen. Nutzen Sie den digitalen Zwilling mit CineMac One. Ja, vielen Dank an unsere Experten Jens und Johann. Danke euch. Wie wir gerade gehört haben, kann ein NC-Programm mit dem digitalen Zwilling bereits so verifiziert werden, dass dieses quasi direkt auf der Maschine ablaufen kann und ein größerer Aufwand beim Einfahren vermieden wird. Jetzt schauen wir mal, wie es in der Produktion weitergeht. Franziska wird uns auf eine Reise mitnehmen, wie ausgehend von einer solchen NC-Programmierung die Prozesse in der Fertigung optimiert werden können. Hallo Franziska. Hallo. Ja, danke für die einführenden Worte, Judith. Wie wir bei Jens und Johann jetzt bereits gesehen haben, kann der NC-Programmierer mit dem digitalen Zwilling bessere NC-Programme bereitstellen. Allerdings sind in der Fertigung neben dem NC-Programmierer und den bereits vorgestellten Rollen weitere Kollegen beteiligt. Deshalb schauen wir uns doch jetzt mal an, wie mit der Digitalisierung der Arbeitsalltag für den NC-Programmierer, den Maschinenbediener, den Werkzeugvoreinsteller und den Produktionsplaner erleichtert werden kann. Zunächst einmal ist die Frage, wie das verifizierte NC-Programm jetzt möglichst schnell an die richtige Maschine kommt. Der NC-Programmierer hat das Programm auf einem Netzlaufwerk abgelegt und üblicherweise würde er dieses jetzt auf einen USB-Stick kopieren und bei Gelegenheit dem Maschinenbediener geben. Aber dafür muss es ja eigentlich auch eine effizientere Lösung geben. Mit einer Programmmanagement-Software wie Manage My Resources können die erstellten NC-Programme vom Netzlaufwerk auf einen zentralen Server importiert werden. Und der NC-Programmierer kann das Programm dann zielgerichtet der gewünschten Maschine zuweisen und dem Maschinenbediener auch über eine Kommentarfunktion noch Hinweise zur Bearbeitung mitgeben. Der Maschinenbediener kann das Programm dann einfach direkt auf seine Maschine herunterladen und öffnen. Welchen Vorteil hat das? Ja, die Übertragung des NC-Programms konnte sicher, effizient und ohne manuellen Aufwand erfolgen. Gehen wir jetzt davon aus, dass das NC-Programm direkt auf die Maschine übertragen wurde und dass der Maschinenbediener sich auch einen ersten Überblick verschafft hat. Jetzt möchte er natürlich wissen, welche Werkzeuge er für dieses NC-Programm benötigt und wo er die herbekommt. Er wendet sich daher an den Produktionsplaner. Diese Planung des Werkzeugbedarfs ist ein möglicher Einstieg in den Werkzeugkreislauf, der durch die Software Manage My Resources durchgängig unterstützt wird. Schauen wir uns doch mal die Details dieses Schritts an. Wie schon gesagt, um das neue Werkstück zu fertigen, muss also der Werkzeugbedarf ermittelt werden, sodass die Fragen des Maschinenbedieners beantwortet werden können. Üblicherweise, also ohne Softwareunterstützung, könnte das folgendermaßen aussehen. Der Maschinenbediener erhält einen Werkzeugplan, in der Regel ausgedruckt, und geht damit zur Maschine. Dann gleicht er diesen Werkzeugplan mit den auf der Maschine verfügbaren Werkzeugen ab. Und wenn er dann feststellt, dass Werkzeuge fehlen, macht er sich auf die Suche in den verfügbaren Schränken. Wird er auch dort nicht fündig, wendet er sich an den Werkzeugvoreinsteller.
Das beinhaltet natürlich viele Laufwege und manuelle Schritte. Wie wäre es denn, stattdessen eine Software zu verwenden, um den Werkzeugbedarf für den Auftrag zielgerichtet zu planen? Das sieht dann so aus. Auf Basis des in der Applikation bereitgestellten Werkzeugplans kann die Bilanzierung zielgerichtet für die Maschine ausgeführt werden. Als Ergebnis erfahren wir dann, welche Werkzeuge schon auf der Maschine sind und welche noch fehlen. Und dann kann mit einfachen Mitteln herausgefunden werden, welche Werkzeuge bereits in der Fertigung da sind. Und die noch fehlenden Werkzeuge kann der Werkzeugvoreinsteller dann vorbereiten, genau dann, wenn sie benötigt werden. Der Einsatz von Management Resources ermöglicht somit eine Reduktion von Werkzeugpuffern durch diese Just-in-Time-Logistik. Der automatisierte Prozess reduziert in massivem Umfang den manuellen Aufwand, um die Werkzeugbedarfe zu ermitteln. Und auch Suchzeiten und Laufwege der Mitarbeiter werden minimiert. Last but not least wird natürlich die Frage des Maschinenbedieners beantwortet, wo er die Werkzeuge für den Auftrag herbekommt. Wie Sie sehen, wurde mithilfe von Management Resources einfach ermittelt, welche Werkzeuge neu eingestellt werden müssen. Der Werkzeugvoreinsteller wird dabei durch die Software so unterstützt, dass er genau weiß, wo er die benötigten Komponenten in seinem Lager findet, wie hoch die Bestände sind und wie diese montiert werden müssen. Nach der Montage erfolgt dann die Vermessung der Werkzeuge an einem Werkzeugvoreinstellgerät. Und die Werkzeugkorrekturdaten werden dabei automatisiert an Management Resources übertragen. Anschließend kann das Werkzeug dann dem Schrank oder der Maschine zugewiesen werden, wo es benötigt wird. Management Resources kennt somit den Aufenthaltsort und die Korrekturdaten des Werkzeugs. Nachdem die Werkzeuge dann an die richtige Maschine gebracht worden sind, ist es nun an der Zeit, die Maschine zu rüsten. Das Beladen erfolgt für jedes Werkzeug einzeln. Nachdem der Maschinenbediener die Korrekturdaten manuell an der Steuerung eingepflegt hat, startet er dort das Beladen, geht zur Tür und bringt die Werkzeuge an die Maschine. Das Gleiche gilt für den Entladevorgang. Und diese beschriebenen Schritte zum Be- oder Entladen werden dann für jedes einzelne Werkzeug wiederholt. Auch hier ist die Frage, wie könnte man das durch eine entsprechende Software optimieren? Mittels einer sogenannten Transferliste können dann alle zu beladenden Werkzeuge gleichzeitig am HMI ausgewählt und anschließend beladen werden. Und auch beim Entladen können wir uns durch eine solche Transferliste erheblich Zeit sparen. Die Aufenthaltsorte der Werkzeuge werden in der Applikation automatisch aktualisiert und die Korrekturdaten, die mit dem Werkzeug verknüpft sind, werden automatisch an die Maschine übertragen. Dadurch lässt sich natürlich auch das Risiko einer fehlerhaften manuellen Eingabe vermeiden, die im schlimmsten Fall sogar zu Qualitätsproblemen führen könnte. Jetzt, wo alle Werkzeuge an der Maschine sind, kann der Maschinenbediener mit dem Bearbeitungsprozess starten. Häufig betreut ein Maschinenbediener mehrere Maschinen gleichzeitig und muss dann natürlich dafür Sorge tragen, dass er bei der Bearbeitung immer scharfe Werkzeuge verwendet. Besonders relevant wird es dann in einem Serienfertigungsumfeld, wo wir einen hohen Werkzeugverbrauch haben. Üblicherweise geht der Maschinenbediener dann von Maschine zu Maschine, öffnet dort die Werkzeugverwaltung und analysiert, welche Werkzeuge welche Restlebensdauer besitzen. Er versucht dann abzuschätzen, welche in naher Zukunft getauscht werden müssen. Und nach jedem Maschinenbesuch bereitet er sich auf einen eventuellen Werkzeugtausch an dieser Maschine vor. Wie wäre es denn, wenn es in der Fertigung stattdessen eine zentrale Übersicht gibt, die anzeigt, welche Werkzeuge sich in welchem Zustand befinden? Anhand der farblichen Markierungen ist dann auf den ersten Blick zu erkennen, wann eine Vorwandgrenze oder wann sogar das Ende der Lebensdauer eines Werkzeugs erreicht ist. Und wenn mögliche Schwesterwerkzeuge verfügbar sind, wird angezeigt, wo die sich befinden. Gegenüber einer manuellen Prüfung an jeder einzelnen Maschine spart dieser zentrale Überblick dem Maschinenbediener dann natürlich massiv Aufwand in Form von Laufwegen und Suchzeiten. Und es kann sichergestellt werden, dass das richtige Werkzeug genau dann zur Verfügung steht, wenn es an der Maschine benötigt wird. Jetzt nehmen wir an, ein Werkzeug ist stumpf und muss getauscht werden. Der Maschinenbediener
hat sich ein Schwesterwerkzeug genommen und geht jetzt zur Maschine, um das verschlissene Werkzeug auszutauschen. Er hat es zunächst am HMI der Steuerung ausgewählt und geht dann zur Tür, um es zu entnehmen. Anschließend müssen noch die neuen Korrekturdaten des neuen Werkzeugs manuell an der Steuerung eingepflegt werden. Wenn er damit fertig ist, startet er dann den Beladevorgang für das neue Werkzeug. Wie Sie gleich sehen, kann Management Resources auch an dieser Stelle helfen, Aufwand zu sparen. Durch den Benutzerdialog für den 1:1-Tausch kann nämlich die Entnahme des verschlissenen und die Beladung des neuen Werkzeugs in einem Vorgang erfolgen. Das spart dem Maschinenbediener Laufwege, manuellen Aufwand und Zeit. Die Korrekturdaten werden natürlich auch hier wieder automatisch im Hintergrund übertragen, wie bereits beim Rüsten erklärt. Und insbesondere in Fertigungsprozessen, die einen hohen Werkzeugverbrauch und somit viele Werkzeugwechsel mit sich bringen, wie in der Serienfertigung, kann damit der Rüstvorgang erheblich beschleunigt werden. Ja, Sie haben nun einmal den Werkzeugkreislauf gesehen und wie Manage My Resources helfen kann, diesen zu optimieren. Während dieses gesamten Werkzeugkreislaufs entsteht natürlich eine große Menge an Daten. Da bietet es sich an, diese realen Produktionsdaten auch weiter zu nutzen. Manage My Resources sammelt automatisch Daten zu jedem Werkzeug, also wann dieses auf die Maschine gebracht wird, wann es in die Spindel eingewechselt wird und durch welches aktive NC-Programm zum Beispiel. Wir sehen auch, wie viel Haupt- und Nebenzeiten bei der Bearbeitung beansprucht werden. Der NC-Programmierer hat dadurch zum Beispiel die Möglichkeit, die NC-Programme auf Basis dieser realen Produktionsdaten weiter zu verbessern. Und dadurch kann ein weiterer Kreislauf zur Optimierung entstehen. Ja, liebe Zuhörer, Sie haben jetzt gesehen, wie durch ein zentrales Ressourcenmanagement die Effizienz in der Arbeitsvorbereitung deutlich gesteigert werden kann. Sie können sicherstellen, dass das richtige NC-Programm und das richtige Werkzeug rechtzeitig an der Maschine verfügbar sind. Sie können Rüstprozesse beschleunigen und Sie können Lagerkosten senken. Wir freuen uns, wenn wir Ihnen einige Ansatzpunkte mitgeben konnten, wie Sie mit den vorgestellten Digitalisierungslösungen auch auf Ihrem Shopfloor die Produktivität steigern können. Ja, vielen Dank an unsere Experten. Es war eine sehr interessante Session. Hiermit sind wir auch am Ende angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören.